Hi, ich bin Josie Maran und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Liebe Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play im Jahre 2014. Herzlich willkommen im neuen Jahr, mein Name ist Valigaming und ich hatte es euch angekündigt. Ich dachte mir einfach, hey, wie kann man das Jahr 2014 perfekt anfangen? Und ich glaube, für den Großteil meiner Need for Speed Zuschauer, ihr wisst ja, ich will alle Need for Speed Teile auf meinem Kanal Let's Playen. Wir haben auch schon viele gemacht, Underground 1, Underground 2, Undercover und viele mehr. Jetzt zuletzt Need for Speed Rivals und das war ja jetzt brandaktuell im Jahr 2013. Und jetzt möchte ich einfach mit euch wieder ein paar Jahre zurückgehen, nämlich ins Jahr 2005. Ich glaube, ich muss gar nicht viel erzählen und euch das Spiel vorstellen. Jeder, der irgendwie Interesse an der Need for Speed Reihe hat, wird wissen, was das hier ist. Das ist Need for Speed Most Wanted 2005 aus dem Jahr, also ja, aus dem Jahre 2005. Ich sag das immer schon in einem Wort, Need for Speed Most Wanted 2005, weil es ja auch 2012 ein Remake gab, der eigentlich sich selbst gar nicht Remake schimpfen darf. Den muss ich auch noch irgendwann Let's Playen, aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich erst einmal Most Wanted aus dem Jahre 2005 machen. Ich habe einige Mods drin, realistischeren Smoke, neue Texturen. Das Spiel ist jetzt Full HD, das war es eigentlich nicht. Man kann es eigentlich nicht in Full HD zocken. Also so ein paar Aufhübschungen sind drin, ansonsten ist das ganz normal das Spiel. Ich möchte das mit euch zusammen zocken, ja, bis zum Ende der Blacklist natürlich. Und zum Spiel an sich muss ich, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Es ist für sehr viele Need for Speed Fans und Spieler das beste Need for Speed. Das ist eine ganz schön krasse Aussage, weil es wirklich, ich glaube, sogar über 20 Teile gibt inzwischen. Seit 1994 kommen fast jährlich neue Need for Speed Teile raus und es gab also schon eine ganze Menge. Und wenn man dann sagt, das war das Beste von all denen, dann ist das schon eine ordentliche Hausnummer. Die Argumente, die dafür sprechen, sind einfach, wir haben sehr umfangreiches Tuning. Wir haben einerseits ganz normale Straßenkarren wie ein Golf. Wir haben aber auch Rennschlitten wie Lamborghini oder eben auch ein Carrera GT dabei. Und trotzdem kann man tunen ohne Ende. Das Ganze ist sehr umfangreich. Es gibt gute Spielmodi. Es gibt eine offene Spielwelt. Es sieht schick aus. Es gibt Cops und Raser, das hat man ja auch in vielen Need for Speed Teilen, aber hier wird eben, also alles kombiniert. Cops versus Raser, schnelle Schnitten und langsame Schlitten, offene Spielwelt und so weiter und so fort. Und dann eben dieses sehr umfangreiche Tuning. Das Spiel hat also sehr viele Vorteile und vieles spricht dafür, dass es das beste Need for Speed ist. Und ich glaube, ich würde mich dem sogar anschließen. Ich finde zwar auch Underground 1 und Underground 2 sehr geil und auch die alten Hot Pursuit Teile gefallen mir echt gut. Auch Rivals fand ich echt geil, aber ich würde fast sagen, ja, okay, Most Wanted 2005 ist das beste Need for Speed. Und ich habe jetzt schon oft darüber geredet, auch in Undercover und bei Carbon und so weiter, dass wir das irgendwann machen. Jetzt soll es endlich soweit sein. Ich nutze die Gelegenheit, ein neues Jahr, ein neues Spiel. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei Need for Speed Most Wanted 2005 und wir fangen eine neue Karriere an. Heute gegen die Nummer 15 der Blacklist. Den BMW solltet ihr schon kennen aus Need for Speed Carbon, falls ihr mein Display gesehen habt. Na, wie läuft deine Karre? Die Papiere. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss.
Erst hole ich mir deine Karre, dann hole ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Richtig, anders als heutzutage hat man hier nämlich noch eine richtige Story mit richtigen Cutscenes. Und damit sind wir im Rennen und sitzen in diesem wunderschönen BMW. Den kennt ihr wie gesagt auch schon wahrscheinlich aus Need for Speed Carbon, wenn ihr mal das Play gesehen habt. Da sind wir den nämlich ganz am Anfang gefahren und haben den dann direkt geschrottet. Und das ist eigentlich ja das Startauto hier in Need for Speed Most Wanted 2005. Ihr seht, das Spiel sieht eigentlich ziemlich ordentlich aus, dafür, dass es jetzt 8 Jahre alt ist. An meiner Karre stimmt was nicht. Oh nein! Ich wurde manipuliert. Vor 6 Tagen. Ankunft in Rockport City. So heißt die Stadt hier. Rockport City. Und wir kommen gerade in die Stadt. Vor 6 Tagen sind wir hier angekommen. Heute sind wir gegen die Nummer 15 der Blacklist gefahren. Da waren wir gerade. Und jetzt sehen wir, wie wir also hier in der Stadt angekommen sind. Und direkt begrüßt werden. Sergeant Cross. Auch den kennen wir schon aus Carbon. Obwohl Carbon nach Most Wanted spielt. Wichtig. Oh Mann, hast du dich möglicherweise verfahren? Das ist ein echt schöner Wagen, ehrlich. Schaltung, Instrumente, Lenkrad. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was ich wissen sollte? Ich werf gern mal einen Blick unter die Haube. Gute Idee. Ich werde dir sagen, was wir machen. Wir nehmen jetzt seinen Wagen, zerlegen ihn mal und checken, ob alles zugelassen ist. Könnte doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Lass einen Abschleppwagen kommen. Deine Rennfahrerkarriere kannst du wohl vergessen. Ich werde dir jetzt was verraten. Straßenrennen in Rockport sind Vergangenheit. Ich habe da eine hübsche kleine Überraschung, die euch Jungs sicher einiges Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Einheiten im Umkreis vorrücken und Unterstützung leisten. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Autsch! So böse. Hübsche Rallye-Streifen. Vor 4 Tagen, auf der Suche nach einem Rennen. 2 Tage später also, 2 Tage nachdem wir angekommen sind in der Stadt. Guck ihn dir an. Ronnie McCrea. Na dann fahren wir doch mal ein kleines Rennen gegen den netten Ronny.
Also das war jetzt vor 4 Tagen hier, dieses Rennen. Nachdem uns der liebe Sergeant Cross ein paar Rallye-Streifen verpasst hat. Das schöne Auto, man hat doch wirklich selber Schmerzen, wenn man dieses Geräusch hört, wie der Schlüssel über den schönen Lack kratzt oder nicht. Mir tut es jedes Mal in den Ohren weh. Ja, ist also kein Blind Let's Play, ich kenne das Spiel ja, ich habe es auch schon gespielt. Ist aber bei so einem Rennspiel ja auch ziemlich unwichtig eigentlich, ob man das blind macht oder nicht. Was ich vorhin sagen wollte, sieht, finde ich, dafür, dass es 8 Jahre ist, jetzt 2014 ja sogar schon 9 Jahre alt ist, sieht es ziemlich gut aus. Das liegt aber halt auch daran, dass ich es auf Full HD hochgepatcht habe, dass ich andere Texturen drin habe und das Ganze einfach ein bisschen grafisch aufgehübscht habe. Und ich finde, das sieht noch ziemlich gut aus dafür. Mir gefällt das auf jeden Fall grafisch sehr gut. Ich finde, das sieht besser aus als Undercover und als Carbon, die beide nach diesem Spiel hier kamen. Habe ich ja übrigens beide schon Let's Played, also die Leute, die es verpasst haben, gibt es beides als Let's Play auf meinem Kanal. Ich werde überwiegend mit dieser Außenperspektive fahren. Normalerweise bin ich immer selber mit der Straßenperspektive gefahren, aber fürs Let's Play werde ich versuchen, mit der Außenansicht zu fahren. Wir haben natürlich wieder Nitro dabei, wir haben auch einen Speedbreaker dabei. Falls ich überhaupt irgendwem das Spiel erklären muss, ich glaube, die meisten, die das sich anschauen werden, werden es auch mal gespielt haben. Aber die Leute, die es nicht kennen, also wir haben Nitro dabei. Und wir haben auch diesen, ups, jetzt habe ich die Perspektive gewechselt. Wir haben auch den Speedbreaker, also diese Zeitlupe, auch das kennen wir schon aus Undercover und Carbon. Beziehungsweise, es klingt immer so, als hätten wir es hier auch drin, weil es in Undercover und Carbon war. Nein, das Spiel hier war eben vor Undercover und Carbon, aber da gab es das dann auch wieder. Da gab es dann auch wieder diesen Speedbreaker. So, das Rennen haben wir auf jeden Fall gewonnen und kriegen 10.000 Credits. Ja, ist doch schön. Tja, Ronnie. Was hab ich dir gesagt? Razor hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Hey, halt die Klappe. Razor Callahan. Noch so ein Möchtegern-Raser, der auf Zoff aus ist. Warum ersparst du dir nicht den Ärger und rückst die Teile freiwillig raus? Möchtegern-Raser oder nicht, die Kiste ist trotzdem heiß. Oh, und du auch, Baby. Mia Townsend. Ach, waren das noch Zeiten. Richtige Cutscenes, hübsche Frauen, hübsche Autos. Schneller als die anderen hier. Du verstehst von Autos nicht allzu viel, was, Schätzchen? Deine Karre hat jedenfalls keine Chance. Ob beim Sprint oder die Viertelmeile. Mein Schlitten macht mit allen kurzen Prozess. Der putzt die alle hier. Auch diese Normalbenzinschleuder. Wirklich? Dann mach schon mal deine Kohle locker. 5 Riesen. 5 Riesen! So ein Clown macht meinen Junge platt. Was soll der Typ damit zu tun haben? Ich fahre nicht gegen Nobodies. Und von einer Zicke, die hier nur dumm rumsteht, lasse ich mir sowieso nichts sagen. Genau. Das da ist die Nummer 15 auf der Blacklist. Fahr erstmal ein paar perfekte Rennen, bevor du es mit ihm aufnimmst. Danke für den Tipp, Schatz. Also willst du nun oder was? Ich hab ihn. Toru Sato. Warum nicht um 10 Riesen? Ach so, du willst ja voll auftrumpfen, was? Einverstanden. Ja, gib mir die Polizei. Hier sind ein paar Typen, die veranstalten gleich ein Rennen bei der Schiffswerft. Schick mal ein paar Cops in die Richtung, ja? Am besten auch einen Krankenwagen. Wisst ihr, was ich geil finde? Er ruft die Auskunft an, um sich die Polizei geben zu lassen. Wenn er durch ist mit dir, will ich deine Fresse nie mehr hier sehen. Ach, wir sehen uns noch mal, lieber. Wir sehen uns noch. Razor. Aber erst einmal geht's jetzt gegen Toru Sato oder wie der Typ heißt. Irgendein Asiate. Ein schicker Mercedes, den er da hat. Aber der muss leider gegen meinen BMW ziemlich reinkacken. Keine Chance wird er haben gegen meinen schicken BMW. Der sieht wirklich heiß aus, oder? Kann man nichts gegen sagen. Tja, er hat die Cops angerufen und das sind sie auch schon. Die Rockford Police. Schönen guten Tag, Officers. Alles gut bei euch? Ich halte mich doch immer an die Verkehrsregeln. Mit mir müsst ihr euch eigentlich nicht anlegen. Wir haben eine Q3 verfolgt.
kein Grund, mich zu kontrollieren. Alles eingetragen an meinem Auto. Alle Teile eingetragen. Und durch den TÜV bin ich auch gerade erst. Lasst mich bloß in Ruhe. Tja, mein Lieber. Wo ist der Kollege, der uns da verfolgen wollte? Der mit uns fahren wollte. Der hängt ziemlich hinterher. Entweder er ist einfach schlecht oder ich fahre einfach gut. Man weiß es nicht. Jedenfalls bin ich voll in meinem Element, Leute. 7 Sekunden bin ich vor ihm schon. Na, wenn das mal nicht sehr einfach war. Und wir kriegen unsere $10.000, um die wir gefahren sind. Nice. 254 km/h. Vor 2 Tagen. Einen Namen machen und Rennen gewinnen. Also, wir waren im Heute, wir waren vor 6 Tagen, vor 4 Tagen und jetzt vor 2 Tagen. Was hat sich in der Zeit getan? Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Also, wir fahren weiter in Rennen und versuchen uns in der Stadt einen Namen zu machen. Denn wer neu in die Stadt kommt, muss sich erstmal beweisen. Es geht also direkt relativ flüssig los mit dem Spiel. Eine kurze Introduction mit einer richtigen Story diesmal wieder. Ich find's toll, das hat man leider in den letzten Jahren nicht mehr wirklich gehabt bei Need for Speed. Ein Rennspiel braucht ja keine Story, sagen viele, okay. Und auch hier ist die Story jetzt nicht irgendwie filmreif. Ja, es ist halt eine Standard-Rennspiel-Story, aber ich find's halt einfach geil, wenn man wirklich, wie bei Most Wanted hier, richtige Cutscenes hat mit coolen Schauspielern und auch mal so ein bisschen Hintergrund hat, der das Ganze so ein bisschen umfasst. Dann macht's doch irgendwie auch direkt viel mehr Spaß, finde ich. Yay! Schön die Mittelinsel gegönnt. Wunderbar. Na, wenn ich das noch aufholen kann. Mal schauen, aber wir haben 2 Runden vor uns. Insofern, wir fahren ja gerade ein Rundkursrennen quer durch den Park. Ja doch, das können wir ohne Problem noch aufholen, denke ich mal. So, jetzt 2. Runde. Er hat sich den Gegenverkehr gegönnt. Auch hier natürlich wieder Verkehr bei. Da muss man aber auch wieder sagen, ich habe mich bei den Let's Plays zu Underground 2, zu Undercover, zu Carbon immer wieder über den Verkehr aufgeregt und habe immer gesagt, Mann, gibt es eigentlich kein Need for Speed, wo der Verkehr vernünftig ist? Und ich muss sagen, der Verkehr in Most Wanted hier in 2005 ist sogar mal vernünftig. Das ist auch das einzige Need for Speed, wo der Verkehr wirklich akzeptabel ist, weil er nämlich nicht realistisch ist. Ja? Es fahren halt Autos rum und sie machen auch das, was sie machen sollen, nämlich wenn du dagegen fährst, wirst du verlangsamt. Ja? So eine gewisse Strafe eben dafür, dass du nicht ordentlich fährst, aber nicht wie bei den neueren Teilen, dass du dir erst 10 Sekunden Cutscene angucken musst und auch nicht wie bei den älteren Teilen, dass du dann wie bei Underground 1 wirklich stehst mit 0 km/h und es dauert 20 Sekunden, bis du überhaupt weiterfahren kannst. Nee, hier schiebst du die selbst größere Autos und LKWs relativ leicht weg mit deinem Auto, was natürlich komplett unrealistisch ist, aber es macht einfach mehr Spaß. Man muss es einfach mal so sagen, wie es ist. Es ist einfach besser so. Und auch das Rennen haben wir gewonnen. 10.000 Prämie mal wieder. Gutes Rennen. Dein Stil gefällt mir. Aber bei den Typen musst du aufpassen. Bis dann. Jo, tschüss. Schönen Tag noch. Na, du Angeber. Ich find's gut, dass du dich hierher traust. Wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. So, das ist also Razor. Der gegen uns fahren möchte. Gegen die Nummer 15 der Blacklist. Er ist momentan Nummer 15 der Blacklist. Das hat man ganz am Anfang gesehen. Und ja, derjenige, der eben verliert, muss sein Auto abgeben. Ja, wie läuft deine Karre? Und ja, das hier hatten wir am Anfang schon gesehen. Denn da sind wir jetzt wieder. In der Gegenwart. Er sieht ganz schön böse aus. Pass gut auf, er rammt dich, wenn's sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Razor! Ey, konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Thank you.
Und da sind wir wieder. Zurück am Anfang. Gegen die Nummer 15 der Blacklist und wir riskieren unser Auto. Den schicken BMW. Nur um irgendwie in die Blacklist zu kommen. Aber mal schauen, was wir gegen ihn reißen können. Wunderschöne Stadt, muss ich auch sagen. Rockport gefällt mir echt gut. Sieht toll aus. Alles so ein bisschen düster. Also es ist nicht wie bei Underground, wo es ja immer Nacht war. Nicht dadurch wird hier die düstere Atmosphäre geschaffen, sondern eben dadurch, dass alles so ein bisschen grau ist, so ein bisschen trist ist und dunkel, ja. Also auch das macht natürlich so einen gewissen Underground-Flair, aber eben trotzdem, obwohl es Tag ist. Eigentlich ganz cool gemacht bei Most Wanted. So, da haben wir die Cops am Start, die bei Most Wanted 2005 ganz schön böse werden können. Und einem ganz schön auf die Pelle rücken können. Ich werde es wahrscheinlich sogar so machen, später dann, da brauchen wir später lange Verfolgungsjagd, da sind wir jetzt noch weit von entfernt. Das wird ein langes Let's Play, glaubt mir mal, es wird das längste Need for Speed Let's Play werden, da bin ich mir sicher. Das längste war bisher, glaube ich, Underground 2 mit 57 Parts. Es ist so, dass ich wahrscheinlich später auch die, bei Verfolgungsjagd, wenn ich gefasst werde, was nun mal irgendwann auch mal passieren kann, dass ich dann, das mache ich leider auch ohne, dass ich es möchte, beim Spielen, dass ich dann Alt F4 drücke und dann ist das Spiel geschlossen. Das kann schon mal passieren. Dadurch hat man dann halt nicht das Problem, dass man erwischt wird, aber ich muss mal schauen, wie wir es machen. Ich habe mich vor dem Let's Play unter anderem auch ein bisschen gedrückt, weil man halt teilweise wirklich lange Verfolgungsjagden machen muss, einfach um überhaupt im Spiel weiterkommen zu können. Und das dauert dann halt einfach schon mal so, ja, eine Stunde oder so, nur Verfolgungsjagden, nur damit du halt weitermachen darfst. Und ist dann die Frage, wie man das in dem Let's Play gut unterbringt. Aber wir schauen mal. Es wird schon irgendwie alles funktionieren und laufen und ich schaue dann einfach mal, wie wir das Ganze machen. Tja, und jetzt? Genau, an meiner Karre stimmt was nicht. Ich wette, der Razor hat mein Auto manipuliert. Damit er gegen mich die Chance hat. Und mein Auto macht schlapp. Tja, und er gewinnt. Und damit ist das Auto weg. Die Blacklist eine Nummer zu groß. Hey, wo bleibt denn die Kohle? Was ist passiert? Der Typ macht doch nur Show, sonst nichts. Sie gehört mir, klar? Und ich werde sie jetzt erstmal richtig einfahren. Hart und mit Vollgas. Hey, Mia, Schätzchen. Die Gewinner sind doch hier drüben. Zum Bus geht's da lang, Chef. Die Undercover-Jungs hatten dich fast. Aber jetzt bin ich das. Hey, wo ist deine schicke Karre? Wen interessiert's? Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht. Und die schweren Jungs warten schon auf dich, Baby. Einige Zeit später. Auf dem Polizeirevier. Steig ein. Ich will dir was zeigen. Danke, Kleine. Naja, ohne Wagen kannst du ja auch schlecht Rennen fahren. Razor hat dich gelinkt. Er wollte nur deinen Wagen. Und das Schlimmste ist, er ist Nummer 1 auf der Blacklist. Und das mit deinem Schlitten. Um wieder dabei zu sein, musst du dir einen Namen machen. Rennen gewinnen und Kopfgeld kassieren. Ich habe für dich eine Unterkunft klargemacht. Aber erstmal brauchst du was zum Fahren. Hey Ed, hier ist Mia. Ein guter Freund kommt mal vorbei. Tu mir einen Gefallen und hilf ihm. Danke.
Du hast was gut. Mia mit ihrem geilen Mazda RX-8. Ja, damit sind wir im Auto-Auswahlmenü. Die Einleitung war ziemlich actionreich und ziemlich cool. Ich finde es sehr geil, wie es hier losgeht mit der Story. Das war's also quasi schon mit dem ersten Part. Ja, Razer hat auf unfaire Art und Weise uns um unseren geilen BMW gebracht. Er gehört jetzt ihm. Wir saßen einige Zeit im Knast und er ist in der Zwischenzeit von Platz 15 auf Platz 1 der Blacklist aufgestiegen mit unserem Wagen. Das können wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Mia hat uns rausgeholt und jetzt heißt es für uns, ja, den Wagen zurückholen, uns die Blacklist hocharbeiten, wie auch immer. Danke, dass du Need for Speed Underground 2 gespielt hast. Wir haben ein bisschen Geld draufgelegt, um dich bei deiner Karriere zu unterstützen. Das finde ich aber sehr nett von euch. Okay, jetzt haben wir 40.000 haben wir. 40.000 Geld haben wir. 40.000 Dollar. Wir können zum Beispiel diesen Lexus kaufen hier für 27.000. Wir könnten aber auch einen Fiat Punto kaufen. Wir könnten aber auch einen Cobalt SS kaufen oder einen Golf GTI. Und dann später gibt es dann noch neuere Wagen. Dann gibt es zum Beispiel, wenn man die Nummer 15 besiegt, hier einen Audi TT oder später einen Audi A3 und so weiter. Dann geht's hoch bis zum, ich glaube, bei Nummer 1. Was kam dann noch? Ich glaube, der Carrera GT oder sowas, ne? Achso, wenn wir die Nummer 3 besiegen, kriegen wir auf jeden Fall die Carrera GT. Mercedes-Benz, SLM, McLaren, Ford GT, Lamborghini Murciélago. Also geile Schlitten mit dabei, Gallardo natürlich auch. Wir wollen aber erst einmal natürlich uns jetzt einen Startwagen aussuchen. Das ist ja ein etwas langsameres Modell. Ich denke, wir werden uns den Golf GTI kaufen. Der kostet 35.000. Dann haben wir zwar nur noch 5.000 Dollar übrig. Aber der ist einfach, der gefällt mir optisch am besten. Und das ist auch ein guter Wagen. Der Rest ist nicht so meins. Und dadurch, dass ich ein bisschen extra Geld habe, weil ich Need for Speed Underground 2 gespielt habe, können wir uns den Golf GTI auch kaufen. Ich glaube, den kann man sich sonst am Anfang noch nicht kaufen. Aber wir können uns den jetzt auf jeden Fall kaufen und werden das auch machen und den einige Zeit lang fahren. Mia! Hey, ich bin's. Hier ist deine Karte. Fahr zu dem Ort, von dem ich dir erzählt habe. Wir treffen uns dort. Jo, danke dir, liebe Mia. Danke dir, Hass. Ich hab dir echt ich schulde dir was. Du hast mich rausgeholt und so weiter. Wir haben uns einen Wagen besorgt, den schicken im Golf GDI hier. Der muss natürlich noch eine andere Farbe kriegen und so weiter. Und wir sind jetzt draußen in der Welt. Beim nächsten Mal soll es weitergehen bei Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr mit dabei seid bei diesem legendären, ja, für viele besten Need for Speed auf meinem Kanal. Heute war der 1. Januar, neues Jahr, neues Spiel und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Bis dahin, euch erstmal einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Walle. Bye, bye.